Wir fahren ja gerade mit der Gros der Bahn, sind hier in Madonna del Campino, brennt der Dolomiten. Oben wartet schon Benny, Oliver, was noch, Matthias? Ralf. Und hier in der Kabine hockt, nee, die hockt doch gar nicht. Was? Ja, die Melli und der Flo. Ja. Und der doofe Kai? Ja, wir machen jetzt hier 4 Tage lang Brenta-Durchquerung, Via del Pochette. Ich dachte, wir machen die Watzmann-Überschreitung. Nee, also wir gehen hier Brenta-Durchquerung und das sind 4 Tage Klettersteigen mit Hütten und so. Sind wir sehr gespannt jetzt. Viel Spaß. Jetzt sind wir hier oben auf der Bergstation, Groste. Noch den Ralf und den Benny. Matthias, wann gehen wir mal wieder auf den 4000er? Ist der Ostern. Servus. Wir trafen uns an der Groste Bergstation und wanderten blind in den Nebel hinein. Es wurde schnell sehr kalt und die Nebelschwaden gaben nur manchmal etwas Sicht frei. Wie ein steinernes Meer wirkte das Plateau aus glattem Fels. Der Einstieg an Klettersteig. Schon ein bisschen Angst, oder? Ist ja, schon nervös. Ich hab's im Puppert schon. Ja, AB. Geht gleich zur Sache. Der erste Klettersteigauftakt. Schon über 2800 Meter in den Wolken folgten wir dem Drahtseil, das so manche B-Stelle bot. Schon jetzt waren die hohen Säulen und Dolomitwände eindrucksvoll und mächtig. Das geduckte Schleichen entlang der Bänder im Fels ist typisch für diese Tour. Nach dem Klettersteig folgte ein langer Abstieg zur Tuckett-Hütte. Die Wolken gaben so manche faszinierende Felspfeiler frei.
Pünktlich zum Abendessen erreichten wir die vom Nebel umhüllte Refugio Tuget. Diese war so voll, dass wir kaum einen Platz am Tisch hatten. Ja, guten Morgen, wir gehen jetzt weiter, die nächste Etappe zur Alimonta-Hütte über den Sentiero Pochette Alte Klettersteig. Das könnte ein bisschen die längste Etappe werden, ein bisschen mit C und so, und Oliver wird lang brauchen, und das ist doch alles gut und schön, weil wir haben jede Menge Zeit und wir haben traumhaftes Wetter, und der Flo ist auch voll ausgeschlafen, der ist schon in der Früh voll rumgehampelt. Ja, viel Spaß. Guten Morgen aus der Brenta. Die Sonne lachte über den Bergkamm und verhieß einen tollen Tag. Heute würde es über einen langen Zehklettersteig auf über 3000 Metern zur nächsten Hütte gehen. Doch zunächst musste ein langer Aufstieg zur Bocca di Tuget gemacht werden. Nur mit Grödeln kamen wir das steile Schneefeld hinauf zur Scharte. Ab hier hieß es Hüftgurte an und ab ans Eisen. Auch wenn jetzt noch ein toller Blick in das Becken war, aus dem wir kamen, so zogen jetzt wieder dichte Wolken auf und schon bald waren wir wieder im Blind. Die Klettereien waren nun etwas schwieriger. Sie querten die Wand des Cima Brenta und ließen uns dutzende Leitern steigen. Kurz vorm Spallone di Massodi erreichten wir den höchsten Punkt der Tour, 3020 Meter. Yeah.
Nach einem Abstieg im Zickzack eröffnete sich schließlich die Sicht auf das nächste Brenterbecken. Der Cima Molveno lag wie ein Klotz in dem prächtigen Tal. Wie erstaunt man doch sein kann, wenn man lange nichts wahrnimmt und sich dann so ein Blick eröffnet. Es folgte ein Leiternsteig, der senkrecht in eine tiefe Schlucht hinunterführte. Es machte Spaß, doch mussten wir lange warten, da der totale Stau entstanden war. Unten angekommen ging es jetzt um den Cima Molveno herum, direkt zur Refugio Alimonta. Die Privathütte war groß und geräumig, wir fühlten uns hier wohl. Jo, wir sind hier auf der Alimenta-Hütte. Matthias, der Klettersteig, was meinst du? War geil. Aber Stau ohne Ende, ey. Boah. Anstrengend auch. Ja, ja. Also hat sich ewig gezogen. Eigentlich hätte man nur angeblich 4-5 Stunden brauchen sollen. Wir haben, keine Ahnung, 8 gebraucht. Also wirklich ewig unterwegs. Sind noch nicht mal alle da. Jetzt sind wir hier in dem Zimmer. Das ist echt schick. Schöne Viererbetten für uns. Und super gespannt jetzt auf einen entspannten Hüttenabend mit ein bisschen Bier und Wein, ne? Flo ist wieder mal nur am Saufen. Aber hallo. Und der Kai auch. Mit dem Abendessen kam ein wirklich beeindruckender Sonnenuntergang. Es konnte heute nur ein toller Tag werden. Doch zunächst mussten wir wieder ein steiles Schneefeld hinauf zur nächsten Scharte, Bocca Diamen. Wir sind jetzt hier schon wieder mitten am Klettersteig. Unter mir Flöchen und Klößchen. Und dort warten sie noch alle. Ja, heute werden wir vielleicht mal ein bisschen mehr sehen, hoffentlich. Und einen schönen Klettersteigtag haben. Oberhalb des Pfeilers am Band saßen wir in einer 100 Meter hohen Felsklippe. Wie die Bauarbeiter auf dem Wolkenkratzer aus der berühmten Fotografie. Hinter dem Band eröffnete sich nun das wohl spektakulärste Bild der ganzen Tour. Der große Pfeiler Campino Basso und seine breiteren Nachbarn im Wolkenmeer. Und da liefen wir dahin, auf einem schmalen Weg über den Wolken. Via Tudubene.
Der Klettersteig blieb spannend und ausgesetzt. Dann führte der Weg uns in eine Kluft zwischen Cima Basso und Cima Alto. Erst jetzt konnten wir begreifen, wie hoch an der Wand wir hier eigentlich waren. Alles war so gigantisch, man konnte es nicht erfassen. Hinter dem Bocca di Brenta erreichten wir nun schon bald die Rifugio Pedrotti. Die Sonne und die Wolken machten ihr Spiel und wir entspannten uns den Nachmittag. Jo, wir sind jetzt hier in der Pedrotti-Hütte auf, keine Ahnung, 2500 knapp. Direkt unterhalb des höchsten Bergs der Brenta, den Cima Tosa, wären von hier nochmal 4 Stunden Klettersteig dort hinauf. Leider wohl heute nicht mehr drin, aber wir haben heute ein super schönes Wetter gehabt und einen schönen Klettersteig gemacht. War richtig geil heute, auch gar nicht so lang, wir haben jetzt erst 13 Uhr. Ja, und morgen geht es dann eigentlich nur noch an den Abstieg über die Brenta-Hütte zurück nach... ich weiß den Namen nicht. Benni, kannst du einblenden. jetzt erstmal Cello. Guten Morgen, Brenta. Wenn auf einer Reise jeder Tag den anderen übertrifft, dann glaubt man gar nicht, was für unglaubliche Momente man hautnah erlebt. Dieser Sonnenaufgang war wie aus einem Bilderbuch. Willkommen bei einem neuen Video auf Headshaker. Bei diesem wunderbaren Sonnenaufgang sind wir hier mitten in der Brenta auf der Rifugio Pedrotti. Und es würde jetzt theoretisch noch eine weitere Klettersteigetappe für die Brenta-Durchquerung fehlen. Leider müsste man dann noch eine weitere Übernachtung machen und wir haben einfach dann nicht mehr die Zeit dazu. Aber die Tour ist so schön gewesen, dass ich sagen würde, da könnten wir noch mal hin eigentlich, weil... Das war echt klasse und wir haben ja auch die ersten 2 Tage nicht so viel gesehen, deswegen ja, könnte man nochmal verlängert machen hier. Und wir steigen heute eigentlich nur noch ab über die Bocca di Brenta, das Brenta-Joch da hinten. Und dann
geht es eigentlich nur noch bergab über die Brenterhütte zurück zum Auto. Viel Spaß! Hinter dem Joch stiegen wir ab zur Brenterhütte, welche unterhalb der Alimonta lag. Und jetzt führte uns Benny entlang eines Wanderwegs zum Edelweiß. Ein schöner Höhenweg, vor allem der Blick zurück auf die 1000 Meter hohe Wand vom Cima Tosa. Es ist ohnegleichen, pure Ehrfurcht. Ab der Refugio Casinei kam der Wandertourismus zum Vorschein. Es wurde heiß, grüne Wiesen tauchten auf und wunderschöne Wasserfälle waren der Abschluss dieser alpinen Reise. Ein idyllisches Ende.